Hallo zusammen! Ja, ich warte hier den ganzen Tag schon. Ich kann auch nicht mal guten Morgen oder sonst was sagen, weil wenn ihr die Uhr hinten seht, ja, die geht's richtig. Wir haben gleich 5 Uhr und ich warte den ganzen Tag zu Hause, dass der nette DHL-Bote kommt und mein ASOS-Paket bringt. Aber er war bis jetzt immer noch nicht da. Ärgert mich tierisch. Ich habe auch irgendwie nicht mehr die Hoffnung, dass der heute noch kommt, obwohl das in der Sendungsverfolgung steht. Gut, dann kommt er wahrscheinlich morgen, wenn ich auf der Arbeit bin. Naja. Aber ich war nicht ganz untätig, als ich jetzt die ganze Zeit gewartet habe. Ich sehe dir das Chaos hier schon. Ich war nämlich den ganzen Tag fleißig meine Bude am Aufräumen. Oh Gott, guckt euch das mal nicht so genau an. Das sieht katastrophal aus. Und zwar habe ich ja hier so ein kleines Büro, wie auch immer, Schuhzimmer. Keine Ahnung, wie man das nennen mag. Auf jeden Fall habe ich dieses Zimmer halt heute den ganzen Tag aufgeräumt, vor allem meine ganzen Schuhe. Ja, das sind nicht alle, aber das sind die meisten. Ja, wie ihr seht, das sind wirklich viele. Ich habe sie auch noch gar nicht durchgezählt, aber ich habe die mal ein bisschen aufgeräumt. Da oben sind meine einzigen paar Stiefel, die ich noch habe. Und das sind Overknees und von denen möchte ich mich ehrlich gesagt auch noch gar nicht trennen, obwohl die so eine kleine Macke haben. Aber ich habe ein bisschen umgeräumt, aussortiert. Und das ist der ganze Berg, den ich aussortiert habe. Einiges, wirklich einiges. Okay, hier stehen noch Boots, aber die kommen auch weg. Das waren überwiegend halt wirklich Schuhe, die halt schon alt waren, die kaputt sind. Wie zum Beispiel die ganzen Stiefel, die da rumstehen. High Heels, die ich nicht getragen habe. Das sind wirklich noch ein paar Schuhe dabei, die ich noch nie getragen habe. Also 4 Paar, 5 Paar sehe ich gerade auf einen Blick. Halt auch viele Sommerschuhe und sowas, die ich halt, ja, schwarze Boots, die kaputt sind, die ich aber super gerne getragen habe, aber also Sachen, wo ich auch ganz genau weiß, okay, die habe ich die letzten 2 Jahre nicht getragen, die kommen jetzt so weg und das ist halt übrig geblieben, bis auf ein paar Schuhe, die noch in meinem Auto sind und ja, die halt sonst irgendwo rumstehen. Aber wie gesagt, ich habe hier noch ein bisschen Platz und meine neuen Schuhe, die sind auch noch nicht hier, weil ich hier halt noch im Hall zeigen möchte. Ja, ansonsten ist hier halt nicht so viel. Mein Schreibtisch müsste ich zwar noch machen, ich habe hier noch so ein bisschen Ablage, aber ich muss mir erstmal neue Ordner kaufen und das alles ein bisschen neu organisieren. Ja, solche Sachen halt, ne? Und dann habe ich halt hier das Zimmer, das ist ja unser Gästezimmer. Wenn mein Bruder mit seiner Freundin und meiner kleinen Nichte kommen, dann pennen die hier. Ja, gibt es halt nicht viel zu machen, einmal so ein bisschen abstauben, durchsaugen und. Ja, Couch habe ich eben halt neu gemacht. Genau, und habe ich Wäsche gewaschen und die schon aufgehangen. Ach, all so ein Kram. Und jetzt wollte ich eigentlich noch das Badezimmer sauber machen, weil das so katastrophal auch aussieht. Das muss mal dringend grundgeputzt werden. Ich halte die Kamera irgendwie so nah, ne? Mal auch abstauben und solche Sachen. Da bin ich halt jetzt den ganzen Tag schon dran. Und natürlich auch zwischendurch mal so ein bisschen hier und da ein bisschen gefaulenzt. Wenn man frei hat, da kann man sich auch ein bisschen gut gehen lassen. Genau, und jetzt werde ich mich aber kurz mal ein bisschen umziehen, weil ich laufe hier in kurzen Shorts rum. Ja, ich werde mich nur gar nicht schminken oder so, es lohnt sich gar nicht. Nur eine Hose anziehen. Und dann muss ich kurz zu meiner Chefin fahren, muss ihr was in den Briefkasten werfen. Und dann wollte ich noch kurz was einkaufen. Da wollte ich nur was zu essen machen, weil ich habe heute nur gefrühstückt. Und ich bin die ganze Zeit Kirschen am Essen. Oh mein Gott, Leute, mein Vater hat mir gestern Kirschen gebracht. Schaut euch das mal an. Die sind so lecker. Und ich bin hier die ganze Zeit schon Kirschen am Naschen. Ein bisschen Schoki. Und eine Banane habe ich gegessen. Und das Gute halt heute ist, ich bin zu diesem Putzwagen gekommen eigentlich, weil das Wetter halt heute so gut ist. Also eigentlich ist es nicht gut, aber es ist gut zum Putzen. Denn die letzten Tage war wirklich mega heiß. Die Sonne war richtig am Knallen. Ich habe hier im Wohnzimmer hier dieses große Fenster. Und dann habe ich halt den ganzen Tag Sonne und es sammelt sich die Hitze hier. Ja, und da es heute sehr kühl ist, es nieselt ab und zu, regnet ein bisschen, aber halt auch sehr windig. Und da habe ich die, ja, die Gunst der Stunde genutzt und hier klar Schiff machen, genau. Also Badezimmer werde ich heute auf jeden Fall noch machen. Und dann mal gucken, ob ich doch zum Wohnzimmer komme. Ich glaube zwar nicht, hier liegt halt überall irgendein Zeug rum. Hier steht auch schon eine dicke Wäscheladung auf mich. Also das sind, ich glaube, 2 Waschmaschinenladungen waren das. Nur schwarze Wäsche, weil ich auf der Arbeit nur schwarz tragen kann. Früher hatte ich nie so viel schwarze Wäsche. Ich hätte früher so gut wie nie schwarz getragen, aber jetzt halt
ja, liegt noch mein Bikini-Oberteil, das habe ich auch mal gewaschen und. Ja, wartet halt, gebügelt zu werden. Wie gesagt, eben habe ich schon wieder Wäsche gewaschen und das ist auch jetzt am Trocknen. Und dann muss ich das jetzt auch die Tage irgendwann machen. Naja, einiges zu tun. Aber ich werde jetzt erstmal losfahren und meine zwei, drei Kleinigkeiten erledigen. Ja, denn der Postbote wird ja heute nicht mehr kommen. Ich denke mal nicht, dass er jetzt nach 5 noch kommt. Ich bezweifle es. Schade, ich habe mich so gefreut, denn für mich geht es ja bald in einem guten Monat in den Urlaub. Und ich bräuchte ganz dringend Bikinis. Ich habe mir bestimmt seit 2 Jahren keine Bademode mehr gekauft und ich habe mir einige bestellt bei ASOS und ich bin so gespannt und hoffe, dass da was Passendes für mich dabei ist. Naja, dann kommt ihr halt morgen, auch nicht so schlimm, aber ich will morgen den ganzen Tag arbeiten. Naja, okay, ich werde mich jetzt fertig machen und dann fahre ich mal los. So, ich bin jetzt schon unterwegs und ich habe gar nicht dran bedacht, wenn ich gleich nach Hause fahre, wollte ich eigentlich über die Bundesstraße fahren, aber da ist momentan eine Baustelle und da wir jetzt nach 5 haben und somit Feierabendverkehr herrscht, muss ich gleich einen anderen Heimweg nehmen, weil ich möchte nicht in diesen blöden Stau geraten. Ja. Und ich bin auch ganz Zeit am Überlegen, was ich denn gleich noch kochen soll. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch so Brechbohnen, die müsste ich eigentlich mal verbrauchen, aber ich weiß nicht, was ich da noch dazu machen soll. Und irgendwie habe ich voll Bock auf Reis. Passt das zusammen? Ich weiß nicht. Und ich weiß auch nicht, wo ich einkaufen soll. Mann, weil ich wollte eigentlich zum DM, weil es da sowas gibt, was ich eigentlich für die Arbeit noch kaufen wollte. Ja, muss ich mir mal überlegen. Weil ich muss halt morgen und übermorgen auf der Arbeit ganzen Tag arbeiten. Das heißt von morgens 10 bis abends 8. Und dann, wenn ich dann meine Mittagspause habe, dann esse ich halt auch gerne mal was Warmes. Und dann gibt es beim DM zum Beispiel von Davat, so heißt das, diese Quinoa-Cups. Das sind so einmal Tüten, die kannst du halt mit kochendem Wasser einmal aufquellen lassen, den Quinoa. Und das schmeckt so, so lecker und das esse ich halt total gerne auf der Arbeit. Und das kaufe ich halt meistens beim DM. Und ich weiß nicht, wo es das noch gibt. Und ich habe jetzt auch keine Lust, jetzt irgendwo extra nochmal hinzufahren. Ich weiß aber hier, ich bin jetzt übrigens gerade bei meiner Chefin angekommen, ich muss da gleich mal reingehen. Ich weiß nämlich hier, die Straße runter gibt es einen Rossmann und ich glaube, ich fahre da mal hin. Und dann gibt es auch ein Netto. Vielleicht finde ich ja da, was ich suche. Naja, ich gehe jetzt mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich bin wieder zu Hause und war jetzt gar nicht lange weg, wir haben jetzt 6 Uhr. Und ich bin zum Rossmann gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, die haben wirklich coole Produkte. Ich habe mich da mal so ein bisschen umgeschaut und habe auch ein bisschen was mitgenommen. Okay, Entschuldigung, war gerade der Nachricht von meiner Chefin. Ja, ich habe mir einmal mitgenommen von Ena Bio. Eine Quinoa-Tasse mediterran. Und es gab noch eine andere Sorte, da war aber, glaube ich, irgendwas mit Olive drin. Und ich mag keine Oliven, deswegen habe ich mir das mitgenommen. Und das ist auch das Gleiche, was ich vorhin gemeint habe. Das ist halt so eine Portion. Bin ich gespannt, wie es schmeckt. Das werde ich mir für die Arbeit mitnehmen. Dann habe ich mir noch Mini-Maiswaffeln mit Tomate-Basilikum-Geschmack mitgenommen. Das hat mich irgendwie total angesprochen. Und ja, so zum Snacken. Achso, das hat 1,49 gekostet. Und das hat 99 Cent gekostet. Ist auch jetzt nur eine kleine Tüte, aber reicht ja zum Snacken. Und dann ganz, ganz cool, wollte ich unbedingt mal ausprobieren. Das ist auch neu im Sortiment. Ich muss mal gerade meine Hand tauschen, das ist irgendwie so schwer. Und zwar ist es hier das. Das ist eine Jackfruit in Currysoße. Die vegane Alternative zu Fleisch. Und ich bin so gespannt. Das war neu, wie gesagt, im Sortiment. Und hat gekostet 2,99, glaube ich. Und ich hole das mal raus. Ich will das mal sehen, wie es aussieht. Oh mein Gott. Okay, halt gelb wegen dem Curry, aber das da drin sieht echt irgendwie... Oh mein Gott, das sieht so dunkelgrün aus, wie halt die Schale von der Frucht. Und für dich tut man jetzt nichts. Oh Gott, ich bin so gespannt. Und ja, hier wird halt empfohlen, Reis dazu zu essen. Werde ich mir halt auch irgendwann mal machen.
Oh mein Gott, hier stand drauf, dass die Frucht an sich recht geschmacksneutral ist und deswegen halt auch als Alternative für Fleisch gerne genommen wird. Und ich bin so gespannt, wie es schmeckt. Jackfruit, ja, ist ja die größte, was war das, die größte Baumfrucht der Welt. Die kann bis zu 15 Kilo schwer werden, also interessant, interessant. Ich bin so neugierig, wie das schmeckt, aber das werde ich mir nicht heute machen. Was ich allerdings noch entdeckt habe, was ich auch unbedingt mal holen wollte, ist eine Suppe von Little Lunch. Kennt ihr vielleicht? Ich glaube, die waren bei Höhle der Löwen, wenn ich mich nicht täusche. Und ich habe mich für die Tomatensuppe entschieden. Bio-Suppe mit Chili und Basilikum. Oh, ich bin so, so neugierig. Da sind natürlich auch nur Bio-Produkte drin. Und ja, ich bin sehr gespannt und ich stehe momentan total auf Tomatensuppe. Ich weiß nicht, wieso. Es gab noch super viele andere Sorten. Und mich hat das irgendwie gerade total angesprochen. Falls ihr das schon mal probiert habt, auch gerne von den anderen Sorten, könnt ihr mal berichten, wie es euch geschmeckt hat. Aber bei mir ist es momentan so, ich habe eine Phase, wenn ich irgendwie ein Gericht mir gekocht habe oder gegessen habe und es schmeckt mir unheimlich gut, dann habe ich jetzt so eine Phase, ich könnte es nur noch essen. Also ich brauche nichts anderes. Ich könnte dann eine Woche durchgehend zum Beispiel jetzt nur Tomatensuppe essen oder eine Woche durchgehend nur Reis mit Buttergemüse und solche Sachen. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das war bei mir früher irgendwie nie. Aber momentan stehe ich voll auf Tomatensuppe. Und immer wenn ich mit meiner Freundin im Vapiano essen bin, hole ich mir immer Tomatensuppe. Also sogar als Vorspeise dann immer noch was anderes dazu. Naja, mal schauen, wie lange diese Sucht noch geht. Deswegen dachte ich, probiere das mal aus. Ich habe auch schon mal so ein... auch Fertigsuppe in so einer Dose geholt von, ich glaube, Bonduelle war. Das habe ich mir im Edeka geholt. War auch ganz okay, aber kam nicht an die von Vapiano dran. Natürlich, frisch gemacht ist immer am besten. Ich habe die auch schon mal selber gemacht im Thermomix und so. Geht alles. Und dann war ich halt, wie gesagt, noch kurz im Netto. Der ist ja direkt neben dem Rossmann. Und da habe ich einmal einen Beutel Spitzpaprika geholt. Die war irgendwie noch 50% reduziert, obwohl da nichts dran ist. Die sehen noch voll fresh aus. Keine Ahnung, wieso. Und die werde ich mir jetzt mit diesem Brechboden und Reis und sonstige Zutaten, die ich noch zu Hause habe, in die Pfanne hauen. Und dann werde ich was essen. Wie gesagt, wir haben jetzt 6 Uhr. Ich habe heute noch nichts zu Mittag gegessen. Ich habe den ganzen Tag nur Kirschen gegessen und gefrühstückt. Was habe ich mir? Ich habe mir ein großes Rührei gemacht mit Toast und Kaffee. Ja, ansonsten nur Schoki und Kirschen. Ja, deswegen werde ich mir jetzt was zu essen machen. Und dann muss ich mal gerade nochmal nach meinem Auto schauen, denn blöden Zündkerzen oder irgendwie eine Zündkerze ist wohl kaputt, keine Ahnung. Und der leuchtet jetzt irgend so ein Licht auf, irgendwas mit Service, ich weiß nicht, ich muss mal gleich das Handbuch rausnehmen und mich mal ein bisschen schlau machen. Ja, und dann will ich auch, eigentlich auch noch das Bad putzen. Damn, wir haben schon 6 Uhr und ich will auch zeitig ins Bett heute gehen. Ich wollte eigentlich noch einen Film gucken und. Deswegen, ich lege einfach mal los. Essen ist fertig. Ja, ich habe halt die Brechbohnen mit Mais, Paprika, Zwiebel, ja, so angedünstet. Mit verschiedenen Kräutern, Salz, Pfeffer und ein bisschen Knobi abgeschmeckt. Und dazu habe ich Reis gemacht und das zusammen vermengt. Ich verwende am liebsten Basmati-Reis, denn, weiß nicht, das schmeckt mir irgendwie mit am besten. Naturreis braucht mir immer zu lange zum Kochen. Und ja... das werde ich mir jetzt schmecken lassen. Ich habe mega Hunger. Ich freue mich so drauf. Ich habe aber eine echt große Portion noch gekocht. Und ich denke mal, da werde ich noch morgen mit einiges auf die Arbeit nehmen können. So, ich habe jetzt richtig viel gegessen. Und natürlich auch ein bisschen gefaulenzt. Das Essen muss auch verdaut werden. Konnte mich aber nicht mehr dazu motivieren, das Bad noch anzufangen. Deswegen dachte ich auch, komm, machst du dann übermorgen. Weil morgen bin ich, wie gesagt, ganz Tag auf der Arbeit. Da habe ich dann keine Zeit zu. Stattdessen aber habe ich jetzt angefangen, meine Ketten auszusortieren. Ich habe hier einige und ich zeige sie euch jetzt auch mal. Das sind die. Und es sind wirklich viele verschiedene, überwiegend sehr lange Ketten und paar kurze. Das sind ja keine Choker oder so, aber es sind halt wirklich so Ketten, die sehr eng am Hals sind. Und davon werde ich diese beiden auch behalten. Das war ja mal eine super gehypte Kette. Die gab es ja damals von Zara. Das ist ja so wie Glaskristalle. Sehr schön. Ich habe meine damals aber vom Orsay. Und diese wunderschöne
Das ist schon fast ein Weiß-Silber. Die hatte ich von Gina Tricot mal. Ich glaube, ich habe die auch noch nie getragen. Aber ich finde die sehr schön. Und das sind halt gerade so Ketten, die kann man sehr schön tragen, wenn man eine Bluse trägt mit Kragen und dann guckt die Kette unten raus oder auch mit einem Rollkragen. Ja, deswegen dachte ich, können die zweimal noch bleiben, weil ich denke mal, die werde ich noch tragen. Ich bin ja generell ein Typ, ich trage eigentlich super wenig Ketten mittlerweile. Also früher habe ich eigentlich immer Ketten getragen und keine Uhren. Armbänder auch voll selten, obwohl ich auch mega viele habe. Aber Ketten habe ich früher super häufig getragen, gerade ganz lange Ketten. Deswegen habe ich so viel auch davon. Mittlerweile irgendwie gar nicht mehr. Lange Ketten mag ich auch irgendwie überhaupt nicht mehr. Die einzigste Kette, die ich trage, ist ja die, die mein Freund mir geschenkt hat. Ist ja so eine kurze silberne mit so einem kleinen Steinchen. Die ist ja von Michael Kors und ich trage die ja Tag und Nacht. Ich ziehe die ja gar nicht mehr aus. Aber es gibt dann doch so ein, zwei Stücke, wo ich denke, ja doch, die könntest du bestimmt irgendwann mal wieder anziehen. Und deswegen werde ich die auch noch behalten. Aber ich kann euch jetzt mal zeigen, welche ich behalte und welche wegkommen. Wie gesagt, die zwei möchte ich auf jeden Fall behalten, denn ich glaube, die würde ich nochmal anziehen. Dann habe ich hier so eine Kette, die besteht aus vielen verschiedenen. Ist halt auch eine sehr lange, verschiedene Materialien und hier so eine Perle. Würde ich eigentlich auch nicht mehr anziehen, aber ich glaube, das ist so eine Kette, die sieht auf Fotos immer ganz toll aus. Ja, der Bob liegt da hinten in der Ecke. Hallo Bob! Ja, und ich glaube, die könnte auf Fotos richtig cool aussehen. Und deswegen behalte ich die mal noch. Dann habe ich hier noch so eine lange Kette mit so einem schwarzen Zahn. Die habe ich früher richtig gefeiert. Die habe ich auch super häufig getragen. Und die finde ich irgendwie wieder ganz cool. Und ich glaube, die kann man zu gewissen Looks immer noch ganz gut tragen. Genauso wie diese Kette. Oh, die ist schon so alt. Ich glaube, die war mal von H&M. Ich weiß es gar nicht mehr. Die ist auch schon so ein bisschen mitgenommen. Aber das ist so ein richtig schön, so eine super schöne Boho-Kette. Und die ist auch lang. Und die liebe ich auch total. Die habe ich früher auch super gefeiert. Und deswegen von der werde ich mich auch nicht trennen. Hier habe ich zum Beispiel eine mit so einem Anker, einer kleinen Perle und hier so ein Steuerrad. Ja, die ist auch so mittellang. Die kommt auf jeden Fall weg. Die habe ich, glaube ich, nur ein oder zweimal getragen. Dann habe ich hier eine Rose Gold Kette. Also die ist so weiß und verläuft so ins Roségoldene. Ich habe damals, ich habe die auch schon bestimmt 6, 7 Jahre. Ich kann es gar nicht genau sagen. Ich habe die super lange schon. Und ich habe damals so krass hart überall nach einer roségoldenen Kette gesucht und ich habe nirgendwo eine gefunden, außer dann bei Bijou und ich habe die, glaube ich, nur zweimal getragen. Die kommt weg, genauso wie diese Kette kommt weg. Die habe ich früher auch super gerne getragen. Das sind so zwei Herzen, aber war nie irgendwie ein Favorit von mir, deswegen kommt die weg. Genauso wie diese Kette, die war super billo. Habe ich vielleicht auch nur zweimal getragen. Diese Kette, die ist irgendwie ganz cool. Es war mal auch von H&M, glaube ich, aber werde ich nicht mehr tragen. Das war früher eine meiner absoluten Lieblingsketten. Die habe ich gefühlt jeden Tag getragen. Das sind so zwei Engelsflügel. Und die sind auch schon so ein bisschen angelaufen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob man das sieht, aber die ist halt schon so richtig alt. Trage ich auch nicht mehr, obwohl die ganz süß ist, aber kommt weg. Dann habe ich hier noch so eine Grillrostkette. Ich weiß gar nicht, wer das mal zu mir gesagt hat, als ich die getragen habe. Die finde ich eigentlich ganz cool. Bei der bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, ob ich die aussortieren soll. Aber irgendwie ist die cool, aber irgendwie auch nicht. Die ist auch hier schon so langsam angefangen, hier so kupfermäßig anzulaufen. Weiß ich nicht. Das ist so ein Stück, da bin ich am Überlegen. Könnte noch cool aussehen, aber ich weiß nicht, ob ich die tragen werde. Und hier habe ich an der Seite noch einen Rosenkranz, den trage ich zwar nicht mehr, aber das ist so ein Stück, das erinnert mich an meine Jugend. Das hatte eine ganz besondere Bedeutung, deswegen werde ich den nicht wegschmeißen oder so. Ich behalte den einfach nur so als Andenken, aber ich werde den nicht mehr tragen oder so. Genau, das waren meine silbernen Ketten, also es ist gar nicht so viel übrig geblieben. Jetzt kommen aber noch meine goldenen und da habe ich einige mehr. Auch damit bin ich jetzt durch. Ich habe dir mal so einen kleinen Überblick.
Also ich habe wirklich irgendwie mehr goldene Ketten. Ich weiß gar nicht wieso. Ich mag eigentlich Gold nicht so gerne wie Silber, aber okay. Und ich habe mich dazu entschlossen, diese zwei Ketten, die sind, das war damals so ein Zweierpack, eine feinere und eine dickere. Wir haben hier solche muschelfarbene Plättchen und goldene Plättchen dran. Ja, die sind sehr lang, die kommen jetzt weg. Ich habe die eben angelegt, weil ich dachte, ja, die wirst du auf jeden Fall behalten. Ich fand die gerade furchtbar, deswegen kommen die auf jeden Fall weg. Diese Kette finde ich eigentlich richtig schön. Ich habe die auch gerne getragen, allerdings hat die auch angefangen, sich zu verfärben. Und ich weiß, ich werde die aus diesem Grund nicht mehr tragen, deswegen kommt die weg. Dann habe ich hier eine meiner absoluten Lieblingsketten. Die habe ich, ich glaube, das ist meine meistgetragene Kette überhaupt gewesen. Die ist so, ich weiß gar nicht, wie man die Farbe beschreibt. Das ist kein Kupfer, auch kein, oder ist das Bronze? Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall so ein Material, das sieht halt so nach Mittelalter, altmodisch aus. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es auch ein Schlüssel. Und hat hier so ein Steinchen, hier noch so eine Perle und so ein Glitzersteinchen. Und die habe ich wirklich sehr gerne getragen früher, aber die kommt jetzt weg, weil ich sowas nicht mehr tragen werde. Dann habe ich hier so eine Kette, die super billow ist. Die habe ich, glaube ich, noch nie getragen. Die kommt weg. Dann habe ich hier so eine kleine Kette mit so einem Herz. Da steht drauf, he who holds the key can open my heart. Ja, und der Schlüssel passt auch tatsächlich da rein. Also man kann den natürlich auch abmachen. Dann trägt man das so. Nee, gefällt mir nicht mehr. Ist einfach nicht mehr mein Stil. Da filme ich die ganze Zeit und habe nicht auf Aufnehmen gedrückt. Ich raste gleich aus. Oh Mann, Leute, ich muss ja mal das Licht anmachen, weil irgendwie hat die Kamera so eine schlechte Qualität bekommen. Es wird langsam ein bisschen dunkel. Also es fängt an zu dämmern, ist eigentlich noch voll hell. Naja, komisch. Auf jeden Fall, wie euch vielleicht aufgefallen ist, es hat sich ein bisschen was verändert. Meine Mutter kam gerade hoch und ich habe ihr halt direkt mal erlaubt, sich zu bedienen. Sie darf sich aussuchen, was ihr gefällt. Sie hat sich zwei Ketten mitgenommen. Das war die weiß-roséfarbene Kette, die ich euch eben gezeigt habe, die so lang war, die von weiß ins rosa verläuft. Die hat sie sich mitgenommen und eine goldene Kette mit so schönen blauen Steinen. Vielleicht habt ihr die eben auf dem Berg gesehen. Bei der war ich echt kurz am Überlegen, ob ich die behalte, weil ich sie selber sehr gerne mochte, aber habe mich dann dagegen entschieden und ich dachte schon, dass sie meiner Mutter gefallen wird und ja, weil sie sehr gerne blau trägt und ja. Konnte ich halt jemanden glücklich mitmachen, das macht mich auch glücklich. Und ja, ich war bei dieser Kette, glaube ich, stehen geblieben. Ich habe gesagt, dass ich halt nicht mehr, dass es nicht mehr mein Stil ist, deswegen kommt die weg. Genauso wie diese roséfarbene Kette mit so einem riesen Schlüssel dran. Habe ich ungelogen noch nie getragen, deswegen kommt die jetzt auch weg. Dann habe ich hier so eine sehr lange Kette mit so einem Glitzerstern dran. Ich wollte die damals unbedingt haben. Und ja, glaube ich auch nur einmal getragen. Ich mag einfach keine langen Ketten mehr, deswegen kommt die weg. Dann habe ich hier eine Kette, die ist sehr bunt. Und mit dieser Kette habe ich auch mal ein Outfit of the Day auf meinem YouTube-Kanal hochgeladen. Und ich habe die Kette seit diesem Video ungelogen nicht mehr getragen. Der Wahnsinn, oder? Das sagt ja schon alles. Ich glaube, mit dieser Kette, oder war es diese? Ich glaube, es war mit, also mit einem von beiden habe ich auch schon mal ein Outfit of the Day auf YouTube hochgeladen. Ich glaube, die beiden sind auch von Primark. Die sind eigentlich ganz süß, die sind auch nicht so lang. Aber, ja, nicht mehr getragen. Die ist auch irgendwie komisch vom Schnitt her. Ich weiß nicht, irgendwie hat die was. Hier sieht es so leer aus, wo mein Daumen ist. Irgendwie voll komisch. Naja, dann habe ich hier eine Eulenkette. Es gab mal vor ein paar Jahren so einen Mega-Hype von Eulen und alle standen drauf, außer ich. Aber ich dachte mir, komm, alle mögen die, ich muss auch irgendwas finden, was mir gefällt. Habe diese Kette dann gefunden, fand die irgendwie ganz süß. Habe die vielleicht auch nur ein, zwei Mal getragen. Aber die kommt jetzt weg, denn die ist so mega lang, Leute. Die geht mir bis zum Bauchnabel. Das ist der absolute Wahnsinn. Ja, kommt weg.
Diese Kette kommt auch weg, die war auch von Primark, das ist so ein schwarzes Herz, hat auf der Rückseite so ein Muster, das ist eigentlich ganz süß, trage ich aber nicht. So, und dann habe ich hier noch so eine kleine goldene, die ist echt süß, mit so einer Schleife, einer Rose und diesem kleinen Schlüssel. Ich habe echt viele Ketten mit Schlüssel, fällt mir auf. Bei der habe ich echt kurzzeitig überlegt, ob ich die behalte, aber habe mich dann für eine andere entschieden. Und die kommt jetzt dann auch weg. Und die Ketten, die ich euch gerade alle gezeigt habe, kommen weg. Hier habe ich jetzt wirklich nur noch wenige, wo ich sage, okay, die behalte ich. Dazu gehört einmal diese Kette. Die war, glaube ich, von Gina Tricot. Die habe ich mir damals mit dieser hier zusammen bestellt gehabt. Die ist echt ganz süß. Die hat so cremefarbene Dreiecke und ist halt Gold. Und die ist halt auch kurz. Also ist keine lange Kette. Und ich könnte mir vorstellen, die vielleicht nochmal zu tragen. Deswegen gebe ich ihr nochmal eine Chance. Diese Kette hier, die war auch von Primark. Die wollte ich eigentlich auf jeden Fall aussortieren. Aber als ich eben nochmal so angehalten habe, kam mir irgendwie eine Idee zu dieser Kette, wo man die nochmal tragen könnte. Deswegen bleibt sie vorerst noch. Dann habe ich hier zwei Ketten. Die sind vom Prinzip eigentlich gleich. Das sind zwei sehr lange Ketten. Die ist ein bisschen verknotet. Und die hat immer in gleichen Abständen so drei Perlen. Einmal in so einem Mintton und hier einmal mit schwarzen Perlen. Und den zwei gebe ich auch nochmal eine Chance. Könnte in gewisser Art und Weise vielleicht noch mit anderen Ketten, wenn man die so layert, gut aussehen. Aber ich bin mir da noch nicht sicher. Wie gesagt, gebe ich nochmal eine Chance. Dann habe ich hier nochmal so eine kurze Kette. Für die habe ich mich dann entschieden, die zu behalten. Und die, wie gesagt, kommt dann weg. Das ist auch eine relativ kurze Kette mit so einem dünnen Band. Die war auch mal von H&M. Und die kann man so drehen. Hier ist sie halt dann komplett Gold. Und hier hat sie dann einfach so schwarz. Ja. Irgendwie ganz cool. Und ich dachte, wenn ich mal eine goldene Kette tragen will, dann brauche ich ja nicht 500, sondern reicht mir auch die eine, die halt so ein dünnes Bändchen hat. Und dann habe ich noch hier diese Kette. Die wollte ich eigentlich auch aussortieren, aber ich dachte, die könnte man vielleicht zu gewissen Looks nochmal tragen. Die sieht zwar sehr schwer und robust aus, aber die ist halt wirklich super leicht. Und ich weiß, dass ich zu dieser Kette auch noch das passende Armband habe. Deswegen dachte ich, okay, komm, gib's ihr auch mal noch mal eine Chance. Und ja, das war's. Das sind alle meine Ketten, die jetzt wegkommen und welche ich behalten habe. Ich muss jetzt nur noch mal schauen, wo ich die ich behalte, ja, wo ich die jetzt hinräume. Denn ich hatte bis vor kurzem, Moment, ich drehe mal um. Ich hatte bis vor kurzem, also eigentlich bis heute, in meinem Büro, Schuhzimmer, wie auch immer, in diesem Raum, hatte ich einen CD-Ständer, wo meine ganzen Ketten an den Seiten dran hangen. Und da waren halt auch die CDs drin und so. Aber diesen habe ich jetzt entsorgt. Ich habe meine CDs weggepackt, weil ich habe keine CDs mehr. Und ja, der CD-Ständer kam jetzt weg und die Ketten bräuchten somit einen neuen Platz, aber dann dachte ich, okay, bevor ich die irgendwo hinräume oder mir irgendwas einfallen lasse, sortiere ich erstmal aus und es hat sich absolut gelohnt. Es sind super viele jetzt weggekommen und ich bin auch mega happy darüber. Ich muss jetzt nur noch einen anderen Platz suchen, wo die geblieben sind, hinkommen. Ich weiß, ich habe aber noch ein paar in meiner Kommode im Schlafzimmer. Da sind auch noch ein paar Ketten, da müsste ich eigentlich auch mal durchgehen. Und ja, das war's auch für heute. Ich habe jetzt auch keine Lust, ehrlich gesagt, noch mehr irgendwie was zu machen. Ich muss da noch zwei, drei Kleinigkeiten wegräumen und dann gehe ich vielleicht in die Badewanne. Oder ich gehe einfach nur duschen, ich guck mal. Nicht erschrecken, ich habe eine Maske auf dem Gesicht. ich war eben duschen, habe mir jetzt halt, wie gesagt, eine Maske aufgelegt. Die ist schön am Einziehen. An einigen Stellen ist sie auch schon gut weg. Aber ich warte noch ein paar Minuten, dann werde ich sie abnehmen. Und ich habe mir auch eine Haarkur in die Haare gemacht. Die lasse ich gerade noch einwirken. Und gleich, wenn ich die Maske abgenommen habe, werde ich auch die Kur ausspülen. Und dann werde ich heute eigentlich auch nichts mehr Besonderes machen. Ich habe mich auch schon mal in PJ geworfen und werde dann schlafen gehen. Ich warte jetzt auch noch drauf, dass mein Freund anruft. Und ja,
Dann war es das auch schon heute mit dem Tag. Was ich aber unbedingt noch sagen wollte, weil man wird garantiert meine furchtbaren Nägel in diesem Video gesehen haben. Und ich wollte unbedingt noch was dazu sagen. Ich wollte eigentlich mir diese Nagelverlängerung nicht mehr machen lassen. Denn da ich in den letzten Monaten so mega unzufrieden war. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal irgendwann in einem Video gesagt habe. Auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, okay, es ist jetzt Sommer und der Urlaub steht an und auch wegen der Arbeit ist es halt schön, wenn man gepflegte Fingernägel hat. Und ich habe ja so eine Nagelmodellage mit Gel und ich gehe da schon seit über einem Jahr immer zum gleichen Nagelstudio. War bis vor 4-5 Monaten eigentlich auch immer mega zufrieden. Aber ich habe das Gefühl, umso mehr Kunden die bekommen und umso schlimmer arbeiten die eigentlich, weil die geben dann immer Vollgas und dadurch wird das Ergebnis einfach schlecht, weil die natürlich immer umso mehr Kunden abarbeiten wollen, um Einnahmen zu machen, was ja logisch ist. Aber die lassen dadurch ihre Qualität einfach so schleifen und das gefällt mir überhaupt nicht. Es waren immer so Kleinigkeiten, dass es nicht so schön gefeilt war oder dass die Form mir nicht so gefallen hat. Ich bin da wirklich sehr penibel. Aber in den letzten Malen war es wirklich furchtbar. Und diesen Monat ist einfach der Vogel abgeschossen, ohne Witz. Das ist jetzt nur die eine Hand. Und wie ihr seht, der mittlere Nagel ist abgebrochen. Da ist aber noch das Gel dran. Ich habe mich auch diesmal für weiß entschieden, weil ich dachte, okay, versuch's mal ohne irgendwie spezielles Muster oder Steinchen. Weil kann man ja im Prinzip nichts falsch machen, aber es ist so viel falsch gemacht worden, beziehungsweise ist so viel passiert bei diesen Nägeln, abgesehen davon, dass sie schon ziemlich rausgewachsen sind, aber es war schon davor, dass es nicht ebenmäßig gefeilt wurde, es ist total hubbelig und ungleichmäßig und ich habe mir halt auch weiß machen lassen, weil ich es an sich sehr schön finde, ich habe das schon bei vielen Leuten gesehen. Aber bei mir hat sich das so gelblich verfärbt. Das kommt, glaube ich, jetzt gar nicht so rüber. Aber die haben einen Gelbstich. Er hat mich zwar vorgewarnt, aber trotzdem, das sieht so hässlich aus. Und dann ist er mir eingerissen hier. Der Nagel am Gel war an sich gar nicht so schlimm, aber ich musste den dann abmachen. Weil gerade wenn man sich die Haare wäscht oder einen Zopf macht oder so, die Haare, die landen immer dazwischen und dann zieht das halt. Das ist total das unangenehme Gefühl. Deswegen musste ich den mehr oder weniger reißen, weil ich mit der Schere halt nicht dran gekommen bin. Gut, das ist die eine Hand. An der anderen Hand ist mir am Samstag, vor wie vielen Tagen war das? Vor 4 Tagen ist mir an der linken Hand ebenfalls der mittlere Nagel abgerissen, beziehungsweise hat sich das komplette Gel gelöst und ist dann abgegangen. Und das war so furchtbar, ebenfalls so eingerissen, ziemlich weit hinten. Und ich musste den dann abreißen, weil ich auch hier nicht mit der Schere rangekommen bin, zwischen dem Gel und dem Nagel oder dem Finger. Und das hat mega weh getan. Ich habe mir den natürlich dann noch ein bisschen weiter eingerissen, aber es ging nicht anders. Und hier ist halt das komplette Gel ab und das sieht so furchtbar aus. Ja, heute habe ich mir den Daumen gestoßen. Der tut voll weh, immer noch. Vor Stunden ist es passiert. Ich hoffe, da ist nicht irgendwie auch was gerissen oder so. Das war echt schmerzhaft und ich habe an den Nägeln jetzt noch nichts dran gemacht, weil ich immer ein paar Tage warte, bis sie sich beruhigen, bis das halt nicht mehr wehtut, weil davor konnte man nur so ein bisschen reingehen, es hat wehgetan und jetzt kann ich halt schon wirklich ein bisschen drücken, deswegen warte ich immer ein bisschen, damit sich der Nagel ein bisschen erholt. Man sieht hier richtig die einzelnen Nagelschichten, echt furchtbar. Aber es war noch nicht alles. Den Daumen ist auch eingerissen. Das wird man vielleicht in der Kamera gar nicht sehen, aber da ist noch ein Riss drin. Aber an sich geht's noch. Und der Zeigefinger, der hat hier an der Seite auch einen Riss. Aber auch der, ich weiß gar nicht, ob man das sehen wird, vielleicht hier, der hebt sich halt auch das Gel ab vom Nagel. Und das tut auch mega weh. Und ich glaube, den muss ich mir auch morgen oder so abmachen. Ich glaube, der wird morgen den Tag auf der Arbeit gar nicht überleben. Viele werden jetzt vielleicht sagen, ach, du hast ja so lange Nägel, kann das schon mal passieren oder ist es normal? Bei mir nicht. Ich mache diese Gelnägel jetzt schon 2,5 Jahre am Stück. Und wie gesagt, bei dem gleichen Nagelstudio bin ich seit über einem Jahr.
Und da hatte ich das nie. Da ist mir vielleicht mal einer eingerissen oder ich glaube abgebrochen sogar noch nie. Vielleicht mal. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern. Aber bei dem jetzt vier Nägel. Ich bin echt enttäuscht. Und ich wollte eigentlich, wie gesagt, nicht mehr dahin gehen. Aber ich habe jetzt gedacht, okay, wenn ich da jetzt nicht mehr hingehe, ich habe hier zwei komplett abgebrochene, wahrscheinlich drei komplett abgebrochene Nägel. Ich müsste die anderen dann auch komplett drunter kürzen. Und darauf habe ich keine Lust. Ich möchte nämlich schöne lange Fingernägel haben. Deswegen werde ich da noch einmal hingehen. Dann werde ich die mir wieder verlängern lassen, die wo abgebrochen sind. Und da war auch schon der Akku leer. Ich habe heute einfach zu viel geredet. Was ich euch noch sagen wollte, ich werde mir vermutlich dann einfach nur eine Naturnagelverstärkung machen lassen. Und ich möchte auch wieder eine andere Form. Irgendwie finde ich, die passt hier nicht zu mir, obwohl ich die sehr schön finde. Und dann werde ich einfach immer nur Nagellack drauf machen, worauf ich eh super Lust habe, denn ich habe halt so viele Nagellacke. Und genau, und dann werde ich die vermutlich rauswachsen lassen. Ich habe irgendwie keine Lust drauf. Also ich werde es einmal noch machen, maximal noch zweimal, bis der Urlaub dann quasi vorbei ist, weil da möchte man ja schöne Nägel haben. Und dann denke ich mal, ja, lasse ich die rauswachsen. Oder ich suche mir halt ein anderes Nagelstudio, ja, womit ich dann einfach zufrieden bin. Ich habe mich schon mal ein bisschen umgehört, aber bis jetzt konnte mich noch keins überzeugen, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr pingelig bin. Und ja, wie ihr seht, ich habe mittlerweile auch schon meine Maske abgenommen, habe meine Haare ausgewaschen und habe auch schon mit meinem Freund telefoniert, der hat mich eben angerufen. Und ja, wie ihr seht, MacBook steht hier. Ich schaue gerade noch ein paar Videos und werde dann auch schlafen gehen. Es ist schon sehr spät. Ich muss morgen auch wieder sehr viel arbeiten. Und ja, dann sehen wir uns einfach die Tage wieder. Gute Nacht!